Morgen aufstehen ist eigentlich gar nicht mein Ding. Ich bin die draussen. Ja genau, die muss aufs Tram säckeln. Das läuft eigentlich jeden Morgen so. Ich bin Titaji Kambunji. Meine Schwester Mujinga, die kennt ihr vielleicht schon. Die ist auch ziemlich schnell. 10,94 für Mujinga Kambunji. Aber sie ist nicht meine einzige Schwester. Ich habe auch noch zwei andere. Und zwar Musuama und Galwanda. Und durch sie alle bin ich eigentlich schon recht früh zum Sport gekommen. Der Start klappt und Kambunji mit einem super Start. Grossartig schon der erste Schritt auf die erste Hürde zu. Sehr, sehr gut. Ganz starkes Rennen, Titaji Kambunji. Vor allem auf den ersten paar Schritten. Ob ich ähnlichen Weg wird gehen wie meine Schwester, ich weiß nicht. Aber ich mache Leichtathletik einfach gerne. Und ja, es fängt einfach. Mein Papi war eigentlich von Anfang an immer dabei gewesen. Er probiert wirklich an jeden Wettkampf von uns allen zu kommen. Er fiebert dann auch immer mega mit, ich glaube, er hat es aber fast gar nicht aus. Ich weiß nicht, was kann ich sagen. Das ist eine Emotion. Und dann fragt er immer noch, die Bümpferin von Toss, s'il te plaît. Was machen eigentlich meine Schwestern, währenddem ich hier schwitze? Ich schätze meine Schwestern wirklich sehr. Meine Mami sagt, ich habe als Baby auch fast eine Überdosis an Liebe bekommen. So haben sie mich eigentlich so ziemlich an jeden Wettkampf mitgeschleppt. Für mich ist auch recht schnell klar geworden, dass ich mehr will, als nur zuschauen. Oh, sorry, warte schnell. Ich muss schnell abnehmen. Meine Schwestern liegen da. Ich komme an. Also bei wichtigen Entscheiden frage ich eigentlich schon meistens meine Schwestern vorher noch. Oh, jetzt noch, wo wir zum Teil überall verstreut sind auf der Welt. Tschüss zusammen. Ich habe jedes, wirklich jedes Startnummer abgehalten. Mujinga ist eigentlich auch immer unterwegs. Sie trainiert abwechselnd zu London und in Bern. Aber was ich eigentlich am gäbigsten finde, ist, wenn sie in Bern ist, weil dann fährt sie mir nach dem Training noch heim. Merci fürs Einfahren. Daheim kann ich nur hoffen, dass es nicht wieder Federkohl aus Mamis Garten gibt. Ich glaube sowieso nicht, dass mir da etwas bringt, um schneller zu werden. Egal wie gross, egal wie schnell ich werde für immer die kleinste Kambunji bleiben.